Liebe Freunde, jeden Tag ein neues Video, jeden Tag ein neues Thema hier und zwar zur Gewerbesteuer diesmal. Ich möchte dir ganz gerne von dem Schema erzählen der Gewerbesteuer, sodass ich in den nächsten Tagen hier dann zu Klausuraufgaben kommen kann und dir hier dich bekannt mache mit den schönen Themen, die du brauchst. Also, reden wir über die sachliche Steuerpflicht, nicht die persönliche Steuerpflicht. Das heißt, wann ein Gewerbebetrieb vorliegt und so, das ist ein anderes Thema. Und hier in meinem Online-Kurs zur Gewerbesteuer nachzulesen, nachzusehen, ne, nachzuhören, sondern wir reden also über das Schema. Das heißt, wie wird eigentlich die Gewerbesteuer berechnet? So, dann gehen wir doch zunächst einmal in den Jahresüberschuss nach Handelsrecht. Der Jahresüberschuss nach Handelsrecht ist also hier wichtig, als gewissermaßen Ausgangsgröße. Dann kommen Korrekturen einkommensteuerlicher Art, ne, wie Bewirtungsaufwendungen, wie Geschenkaufwendungen, die hier zu Korrekturen führen, da nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und möglicherweise körperschaftsteuerlicher Art. Das heißt, Korrekturen aus der Körperschaftsteuer sind hier möglicherweise vonnöten, aber Achtung, natürlich nur dann und erst dann, wenn eine Körperschaft vorliegt. Wenn du also einen Gewerbebetrieb hast, der nicht Gewerbebetrieb kraft Rechtsform ist, ne, eine OHG, eine Personengesellschaft und so, dann würdest du die körperschaftsteuerlichen Korrekturen hier nicht durchziehen. So, also, das heißt einkommensteuerliche Korrekturen, körperschaftsteuerliche Korrekturen. Was geht nun ab? Was geht nun ab? Wo sind wir dann? Nachdem wir also vom Jahresüberschuss nach Handelsrecht kommen und diese einkommensteuerlichen und körperschaftsteuerlichen Korrekturen hier dann bemessen, sind wir bei dem Gewinn aus Gewerbebetrieb. Was oftmals als Ausgangsgröße hier gekennzeichnet wird, Gewinn aus Gewerbebetrieb, und zwar einer Bemessungsbasis, einer Gewinngröße aus dem Gewerbesteuerrecht. So, und dann kommen nämlich ausschließlich gewerbesteuerliche Korrekturen. § 8, § 9 Gewerbesteuergesetz. Die Hinzurechnung nach § 8, die Kürzung nach § 9 Gewerbesteuergesetz. Was hat es damit auf sich? Besonders klausurrelevant § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz, wo also hier Hinzurechnungen gemacht werden und zwar nach einem, wie ich sagen würde, äußerst komplizierten Schema, ne, wo wir nämlich zunächst einmal in den Buchstaben A, B, C, D, E, F hier gucken müssen, was rechnen wir denn überhaupt hinzu, ne, dem Grunde nach und dann der Höhe nach. Das heißt, ist es zu 100% A, B, C oder ist es nicht zu 100%, sondern zu 20%, zu 50%, zu 25%, was weiß ich, und dann nochmal die Hälfte von 20%, um nicht zu sagen 10%. Ne? Das heißt, hier müssen wir dann unterschiedlich quotal, also nach den Buchstaben des § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz, hinzurechnen. Beziehungsweise, wir müssen das dann also multiplizieren, die Summe dieser Produkte bilden, dann schauen, dass wir maximal 200.000 Euro abziehen, aber nur maximal, denn wenn wir auf 180.000 Euro kommen, würden wir nicht 200.000 Euro abziehen, denn dann lägen wir ja im negativen Bereich, sondern nur 180.000, also bis zu 200.000 Euro Freibetrag dann hier in Abzug bringen. So, für § 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz. Auch jene nach § 8 Nummer 5 Gewerbesteuergesetz, jene Hinzurechnung, ist äußerst spannend und interessant, um nämlich eine doppelte Freistellung von einer Steuer zu vermeiden. Du weißt, dass wir das Teileinkünfteverfahren haben und das Dividendenprivileg, wo wir also an anderer Stelle, nämlich bei der Einkommensteuer als auch bei der Körperschaftsteuer, eine Freistellung von der Steuer haben. So. Und diese Freistellung von der Steuer an anderer Stelle, nämlich bei der Einkommensteuer oder bei der Körperschaftsteuer, wollen wir nicht auch noch oder will der Staat nicht auch noch bei der Gewerbesteuer dann haben, weswegen er hier diese Hinzurechnungsvorschrift dann § 8 Nummer 5 Gewerbesteuergesetz fährt. Das ist also die Idee. Das ist also die Idee an dieser Stelle. Ne? Ja, auch die anderen sind natürlich spannend. Und auch die musst du natürlich hier nochmal durchgehen. So, damit haben wir Hinzurechnung. Wobei bei der Hinzurechnung nach § 8 Nummer 5 natürlich dann auch nochmal auf die Quote, auf die Beteiligungsquote zu achten ist. Dann die Kürzungen. § 9, besonders spannend hier Nummer 1, § 9, 1,2% mal dem Einheitswert. Und zwar dort musst du beim Einheitswert auch noch darauf achten, dass du
ins Bewertungsgesetz zu gehen hast, § 121a Bewertungsgesetz beispielsweise, wo für die alten Bundesländer zumindest 140% drin stehen. Hier war und ist die Idee, dass man, ich glaube, in den 60er, Anfang der 60er Jahre wurde die letzte Hauptfeststellung hier gemacht, ne? Und dann hatte man vor, alle 10 Jahre irgendwie das gesamte Land neu durchzumessen, damals Westdeutschland, und merkte schnell, das geht ja gar nicht, das ist ja viel zu anstrengend. Also nehmen wir dann einfach 40% mehr und damit hat sich die Sache. Jedenfalls für die alten Bundesländer. In den neuen Bundesländern, ne, die seinerzeit nicht dazugehörten, sind größere Prozentwerte hier vorgeschrieben. Also das zum Paragraph 9 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz und noch besonders spannend hier Paragraph 9 Nummer 2, Nummer 2a, ne, all jenes, also interessante und sehr, sehr spannende Kürzungsvorschriften. Das heißt, wenn wir vom Gewinn aus Gewerbebetrieb über diese Hinzurechnungen § 8 Gewerbesteuergesetz und Kürzungen § 9 Gewerbesteuergesetz dann kommen, landen wir beim Gewerbeertrag. Ja? Das heißt, wir haben also hier unterschiedliche Geschichten aus dem Einkommensteuerrecht, aus dem möglicherweise aus dem Körperschaftssteuerrecht und natürlich aus dem Gewerbesteuergesetz, wo wir also noch bei 3 unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen sind. Jahresüberschuss nach Handelsrecht, dann hier zum Gewinn aus Gewerbebetrieb und dann nach den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen und Kürzungen schließlich zum Gewerbeertrag. Jo, ne? So sieht's aus. Und dann muss man entsprechend vom Gewerbeertrag dann eine Rundung durchführen. Eine Rundung auf volle 100 Euro. Das heißt, den nächstmöglichen glatten, wenn du so willst, 100-Euro-Betrag dann hier nehmen. Und möglicherweise, aber nicht stets, möglicherweise einen Freibetrag abziehen von 24.500 Euro. Aber nur dann, wenn es sich nicht um eine Kapitalgesellschaft handelt. Kapitalgesellschaften wird also dieser Abzug von 24.500 Euro nicht gegönnt. Ne? Die sind dort nicht drin. Das heißt, wenn eine Kapitalgesellschaft vorliegt, AG, GmbH, KGaA, würden 24.500 Euro nicht abgezogen, wohl aber beim Gemüsehändler Umme Ecke, der hier als Einzelunternehmung und zwar als Gewerbebetrieb organisiert ist, der ein Gewerbebetrieb ist und keine Kapitalgesellschaft. Dann hätten wir also hier den Abzug des Freibetrags durchzuführen. So, und nachdem wir vom Gewerbeertrag kommen, uns dann hier runden auf volle 100 Euro und möglicherweise den Freibetrag abziehen, ne, sind wir beim maßgebenden, beim steuerpflichtigen Gewerbeertrag. Da musst du also nochmal sehr, sehr aufpassen, welche Art von Gewerbeertrag gefragt ist. Sowieso ist es die Frage in deiner Gewerbesteuerklausur, wonach eigentlich gefragt ist. Nach dem Gewinn aus Gewerbebetrieb, dann hast du die gewerbesteuerlichen Korrekturen nicht. § 8 Gewerbesteuergesetz no, § 9 Gewerbesteuergesetz no. Und wenn hingegen nach dem Gewerbeertrag gefragt ist, dann hast du sehr wohl die einkommensteuerlichen Korrekturen, die körperschaftsteuerlichen Korrekturen als auch die gewerbesteuerlichen Korrekturen hier drin, wenn nach dem Gewerbeertrag gefragt ist. Wenn dann nach dem maßgebenden Gewerbeertrag gefragt sein sollte, käme noch die Rundung dazu, beziehungsweise sie käme ab und möglicherweise der Abzug des Freibetrags von 24.500 Euro. Also du siehst, gar nicht so einfach. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Video morgen dazu an. Morgen geht es also weiter mit diesem schönen Schema hier, dem allgemeinen Berechnungsschema zur Kalkulation, also der Gewerbesteuer. See you tomorrow. Mehr dazu in meinen Online-Kursen zur Gewerbesteuer. Bis morgen.